zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben die Woche der Rückschläge erlebt. 2:3 gegen Donetsk und 3:3 mit 10 gegen 11, oder mit 11 gegen 10, 10 gegen Wolfsburg. Na gut. Wollen wir mal unsere Rotation ändern auf 1. So. Dann passt das. Dann haben wir unsere Nachrichten. Das war so ein Angebot für Gyurasi. Ja, 900.000 wird immer weniger. Lächerlich. Ablehnen. Joachim Larsen kommt gut zurecht. Wartung der Heizung. Mannschaft der Woche. Reserve gegen. Genau, müssen wir mal gucken. Reserve hat gegen Kaiserslautern mit 2:0 verloren. Oder? Ne, mit 2:0 gewonnen, Entschuldigung. Ne, mit 2:0 verloren. So rum war richtig. Ja, wo die Großen versagen, versagen die Kleinen auch. So ist das halt. So, wir spielen aber gegen Hertha im Textmodus. Das heißt, wir werden unsere auf 100% stellen, unser Einsatz. Und so, los geht's, ab in die Trainingswoche mit euch, ihr Hupenpupen. Los geht's. So, das ist mal Länderspielpause, dann können sie sich erstmal erholen, ist doch schön. Can ist auch wieder fit. So, uninteressant. So, dann gucken wir mal. Rams hier schon verunsichert. Ja, wenn man so scheiße spielt wie du bestimmt, ey. Egal, wir behalten den trotzdem mal. Internationale Nominierungen. Jugendketten neuen Spieler entdeckt. Soll ich mal gucken. Ach, Dolberg nachträglich gesperrt für 5 Spiele. Pass auf, was ich sage. Dolberg, oder? Da ist er ja. 5 Spiele gesperrt, es ist nicht mehr normal. Warum denn, ey? Macht langsam keinen Spaß mehr. Ey, wirklich. Es ist nicht mehr normal. So, was haben wir hier für einen? Rechter Verteidiger, naja. Für die Jugend reicht der. Nehmen wir mit. So. Und los geht's. Ach, jetzt haben wir vergessen zu golfen. Naja, ist egal. Blödsinn. So. Da haben wir wieder ein Angebot. Für Matthias Bader. Nein. So. Handicap von 8. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt die 6 erreichen. Natürlich nicht. Und weiter geht's. Paris, Athen auf Wiedersehen. Sozusagen. So, dann gucken wir mal. Wir kicken. Angebot für Van Drongelen. Wie viel wollt ihr mit dem bieten? 22 Millionen. Ne? Gibt kein Brot. Meiner. So, weiter geht's. Ach ne, erstmal golfen. Haben wir ja ganz vergessen. Ey. Alter Vater, ey. Alter Verwalter, aber immer noch auf 8. Herrlich, ehrlich. Okay, weiter geht's im Text. Los geht's, sozusagen. So, Hertha BSC Berlin. Die Berliner Hertha. So, jugendliche Trainingsziel, habe ich aber nicht eingestellt. Meri erreicht sein Trainingsziel, das ist doch noch hervorragend.
Geht er nicht mal auf 90 hoch. Macht mit Robustheit weiter. So. Weiter geht's. Scouting abgeschlossen. Scouting abgeschossen. Wie auch immer. Okay, dann wollen wir mal ins Handicap-Menü gehen. Immer noch auf 8. Und jetzt geht das Spiel gegen Hertha BSC los. So. Textmodus, ja. Textmodus ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht, nicht wahr? Genau, wir hatten eben 3D, jetzt kommt Text. Super. Und weiter geht's. So, dann wollen wir hier mal direkt auf die Vollen gehen. Sofort feste ran. Und jetzt kommt das 1-0. Oder auch nicht. Glück gehabt. Ecke. Schon wieder Glück gehabt. Lacka! Und jetzt kommt das 1-0 für Hertha. Habe ich mir schon gedacht. Davy Selke. Pillemann, jetzt wird volle Kanne nach vorne gespielt. Totale Offensive. Weitere Ecke. Hat er gehalten. Schade. Schade, 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 schade. Jetzt wollen wir ein bisschen ruhiger spielen. Mensch, Jungs, ey, hier liegt schon wieder hinten. Oh Mann, was ist denn heute los, ja? Das war ja wohl eine Woche zum Vergessen wieder mal. Erste Halbzeit Ende. Gut, dann müssen wir halt anders spielen, nicht wahr? Wenn das so nicht klappt, dann müssen wir halt so spielen. Lange, risikoreiche Pässe nach vorne. Absolut nicht mein Ding, aber so müssen wir halt spielen dann, ne? Nicht wahr? Und dann werden wir aus der Kabine recht stürmisch rauskommen. So. Erstmal. Jetzt muss ich es mir die Maus suchen. Was ist die denn jetzt? Da. Erstmal alle Spieler zum Aufwärmen checken. Und dann wird volle Kanne gestürmt. So, und weiter geht's. Knapp vorbei. Glanzparade von Jahrstein, ja. Vom ollen Jahrstein gibt's eine Glanzparade. Pfosten, oh Mann, ey. Glanzparade, Pfosten. Luka Jovic. Da wird nochmal voll draufgegangen. Auf jeden Fall, Freunde der Sonne. Eins zu eins, na endlich. Durch Jan Fiete ab. Sehr gut, mein Freund. Zwei zu eins, jawohl, durch Jan Fiete ab. Doppelpack. Thank you.
Ich hasse das. Wo ist meine Maus? So, jetzt voll drauf gehen. Und 3-1, jawohl, Amiri. Zweites Saisontor. Knapp vorbei. Schade, 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 schade. Jetzt kommt der Ibisevic rein. Ich mag den überhaupt gar nicht. Na egal. Tor drüber. Schade. Bier. Gelbe Karte durch taktisches Foul. Kunja für Luka Jovic. Ecke. Und 4-1. Jawohl, so muss das sein. Durch Salih Öcan. Sehr gut. Das Ding ist gelaufen, der Drops ist gelutscht. Wie auch immer. 4-1. Jo, Schluss für 4-1 gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr guter Abschluss. So, dann ist mal hier. So. Sehr gut. Wo stehen wir jetzt? Fünfter. Ja, zumindest in der Europa League Plätze. Gut, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim letzten Spiel dieser Woche gegen Juventus Turin in der Champions League. So, jetzt habe ich es, meine Güte. Also in der Champions League gegen Juve im 3D-Modus. Ja, mal sehen, wie wir das spielen. Bis morgen dann. Ciao, ciao.